Weiter geht's an Rierbach entlang Richtung Quell. Das schöne eme Platzl da unten heißt die Filz. Nicht, wie ich das letzte Mal gesagt habe, die Schwemm. Und von da weg gehe ich jetzt auf durch. Schaut, wie du schön gelb bist. Lauter Sumpf dort der Blumen. Schon wieder einer von den vielen Bachlern, was am Rierbach speisen. Da geht's jetzt auf Durchaus Grubach. Wenn ich nicht ganz falsch lieg, dann heißt mir das Zeug, was da wächst, Rischball, Raschball. Soll ein ganz ein gesunder Tee sein, was man als Rischball, Raschball macht. Aber bitter, dass man kaum da trinkt. Da nicht zum Gehen ist, da war lieber das Schmelzwasserrohr rinnt. Je weiter das wir aufkommen, umso jünger schaut er aus in sein Bauch. Bis aus ja sieht, toll ist die Sicht. Aber Wolken noch, schaut's aus, als wenn's Wetter umstehen tat. Zwei ziemlich gleich große Bachlern kommen da zusammen. Also Willach, ist jetzt nachher der Rierbach, der linke oder der rechte? Mir sagt der linke bald irger gleich als wie der rechte. Also halte mich jetzt einmal auf die Seite um. Aber wichtig da machen, bei den Schneehäufen da oben, da tue ich den heute echt nicht mehr. Also wird sich schon ausstellen. Die Quelle vom Rierbach ist. In 2 bis 3 Wochen wird wohl der Großteil von dem Schnee weg sein da herum. Und da werden wir schon gescheiter werden.
jetzt noch gleich einen Ausstecher bzw. einen Blick an den Hochalmumme, was da hinten schon so schön grün ist. Blick über die Berg und noch ein Lassmach für heute, weil ich bei den Schnee bis zu der Quelle heute echt nicht aufgekommen bin.